Brüder und Schwestern in Christus, heute feiern wir Allerheiligen ein sehr freudiges Fest. Auch wenn heute auch die Gräber besucht werden, das ist nicht das Wesentliche am heutigen Fest, sondern die Freude darüber, dass so viele vor uns diesen Weg, den wir zu gehen versuchen, schon geschafft haben. Und in der ersten Lesung aus dem Buch der Offenbarung, die zugegebenerweise ein bisschen verwirrend ist, weil die Offenbarung des Johannes ist eine Vision und Visionen haben so etwas an sich, dass sie nicht immer verständlich sind, manchmal ein bisschen verwirrend. Da haben wir gehört, dass vor den Toren des Himmels 144.000 versammelt sein werden und dann werden diese dann eintreten und mit Gott das Festmahl feiern. 144.000, es geht nicht um eine bestimmte Zahl, das wissen die meisten sicher. Das ist etwas aus dem Hebräischen. Also die Juden haben so eine Art, wenn sie etwas bekräftigen wollen, wiederholen sie das Wort einfach zweimal. Und wenn Gott zum Beispiel den Abraham in der Wüste ruft, dann ruft er nicht Abraham, sondern Abraham, Abraham. Das Hohelied, das Lied der Liebe, heißt auch im Hebräischen nicht Hohelied, sondern das Lied der Lieder. Also wieder eine Doppelung. Es ist etwas ganz Besonderes. Es bezeichnet die Fülle. Und so 144.000 ist wieder symbolisch 12 Stämme Israels, 12 mal 12. 12 steht für die Fülle, 1000 steht auch für die Fülle. Also da gibt es eine Unmenge von Menschen, die vor diesen Toren des Himmels stehen, also in der Vision des Johannes, und sie sind da. Und jetzt muss man sich fragen, was für Menschen das sind. Es geht um Heilige. Und wenn man sich das so überlegt, was einen Heiligen ausmacht, ist nicht so schwer. Man kann sich umdrehen, da gibt es genug Beispiele in dieser Kirche. Aber es geht nicht nur um die Bilder und Statuen, die wir sehen, sondern auch um manche von uns, höchstwahrscheinlich nicht alle, die hier sind. Wenn du dich fragen solltest, kenne ich einen Menschen, der heilig ist, was würdest du antworten? Kennst du einen, von dem du sagen kannst, oder eine, sie oder er ist wirklich heilig? Das Leben, das sie lebt oder er lebt, ist ein Leben nach dem Evangelium. Ich kenne solche Leute. Es sind vielleicht nicht solche Scharen wie in der heutigen Lesung, aber doch, das geht noch. Aber frag dich jetzt selbst, würdest du gerne unter diesen sein, die da vor dem Himmelstor stehen? Also würdest du gerne heilig werden? Die meisten, also ich vermute, alle würden antworten, ja, ich will. Sonst braucht man hier nicht zu kommen. Aber würdest du gerne heute heilig werden? Und das heißt auch, würdest du gerne heute sterben und vor Gott treten? Ja, da wird's ein bisschen kompliziert, nehme ich an. Also ich kann nicht einfach so sagen, ja, ich würde gerne sterben, vor Gott treten. Also irgendwie ist nicht wirklich meins. Aber diese Frage sollte sich jeder von uns stellen. Und wenn du, so wie ich, so deine Schwierigkeiten damit hast, gleich ja zu sagen, ja, Gott, nimm mich, wie ich bin, dann frag dich, warum. Klar, man würde gerne ein langes, zufriedenes Leben fühlen. Aber das kann man beiseite legen. Was hindert dich daran, ja zu sagen? Vielleicht bist du dir irgendetwas bewusst aus deinem Leben, wo du sagst, das in meinem Leben, das ist nicht heilig. Das ist nicht gut.
Aber wenn man diese Lesung ganz durchliest, wird man darauf kommen, dass diese große Schar von Leuten, die da stehen und warten, bis sie eingelassen werden, gar nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Ja, es wird berichtet, sie stehen in weißen Gewändern. Aber diese Gewänder haben sie nicht mitgenommen. Diese Gewänder wurden im Blut des Lammes gewaschen. Und das heißt jetzt auf Deutsch gesagt, die sind da oben, nach oben, ganz dreckig angekommen. Keine von denen, die vor Gott hingetreten sind, ist einfach so in weißem Gewand erschienen. Da bin ich, nimm mich und es gibt keine Probleme. Ich bin bereit. Alle, also das Leben ist manchmal, ich sag immer, es ist bunter, als man sich das vorstellen kann. Und im Leben erwartet uns viel mehr, als wir planen, vorhersehen können. Und bei manchen dieser Sachen wird man sich auch die Hände schmutzig machen. Und das ist etwas, was an uns manchmal das ganze Leben hindurch haftet, nicht weggewischt werden kann. Es gibt Dinge, die das ganze Leben, die wir das ganze Leben hindurch mit uns tragen. Weil wir falsche Entscheidungen getroffen haben, etwas Dummes angestellt haben oder sonst was. Oder säumig gewesen sind. Aber das wird dich nicht daran hindern, vor Gott hinzutreten. So wie diese 144.000, von denen wir heute hören. Die sind genau so vor Gott gekommen. Ein bisschen müde, ein bisschen dreckig, sicher nicht vollkommen. Nicht einmal die Heiligen. Nicht einmal sie sind einfach so vor Gott gekommen und kein Problem. Und die klopfen da an. Und da gibt es eine Parole, die man sagen muss, also nach dieser Offenbarung des Johannes, also nachdem diese Gewänder reingewaschen sind im Blut des Lammes. Und diese Parole ist sehr wichtig. Ohne die geht die Tür nicht auf. Und was sagen sie? Die Rettung kommt von unserem Gott. Ich kann es nicht schaffen. Ich brauche, wie es Johannes schreibt, dieses Blut des Lammes, was es auch sein mag, sagen wir, die Gnade Gottes ist nicht falsch. Ich brauche ihn, damit ich vollkommen sein kann. Weil sonst, wenn ich nur auf meine Kräfte baue, dann sind die Seligpreisungen, die wir gehört haben, ein Witz. Sie sind eine Verhöhnung des Menschen. Wenn ich nur auf meine Kräfte vertraue, weil was soll das heißen, selig die Trauernden? Ja, glücklich sind die Trauern. Das geht ja nicht. Wenn du trauerst, bist du traurig, nicht glücklich. Selig die arm sind. Jemand, der Armut erlebt hat, ich vermute, die Ältesten unter uns haben das vielleicht im Krieg oder nach dem Krieg sicher erleben dürfen, was ein armes Leben ist, kann man nicht von Glück sagen. Und so kann man alle Seligpreisungen durchgehen. Wenn diese Parole, die wir heute gehört haben, aus der Offenbarung des Johannes, die Rettung kommt von unserem Gott, nicht zu unserem Leitsatz wird, zu einer bleibenden Erinnerung, dass nicht ich es schaffen kann, da hineinzugehen,
sondern Gott gibt es mir als ein Geschenk, dann sind diese Seligpreisungen wirklich ein Witz. Aber wenn ich lerne, auf Gott zu vertrauen, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit meinem ganzen Leben, dann ist es etwas ganz anderes. Dann ist es ein Ausblick auf das, was jeder von uns bekommen wird. Durch unsere Verdienste können wir nichts herbeizaubern, herbeiführen. Einzig und allein die Gnade Gottes. Das hat Luther gut verstanden. Das hat er wirklich, hat ein gutes Gespür dafür. Gestern war der Reformationstag, deswegen erwähne ich ihn. Er hat es wirklich gut verstanden, worum es geht. Hat dann in weiterer Folge gefehlt, aber so sind wir Menschen. Allein die Gnade kann uns Menschen retten. Du kannst es nicht erkaufen. Du kannst noch jeden Tag 2 Stunden lang beten. Das wird dir die Pforten des Himmels nicht öffnen. Das muss mehr sein. Du musst dich bemühen um ein gutes Leben, um die Nachfolge Christi. Mit diesem Bewusstsein, dass ich sowieso, wenn ich vor Gott hintrete, hier und dort ein bisschen dreckig bin, übermüdet, sicher nicht bereit. Und dass doch ich einem begegne, der mich reinwaschen wird, der mir das ermöglichen wird, was in den Seligpreisungen versprochen ist. Dass obwohl in meinem Leben viel Trauer war, kann sein, ich selig bin, glücklich, obwohl vielleicht Armut mich gezeichnet hat, ich auch mein Glück in Gott finden kann. Dieser Ausblick auf das, was uns erwartet, soll uns nicht betrüben. Und nur wenn wir diesen Leitsatz uns zu Herzen nehmen, also ich sehe das so, die Rettung kommt von unserem Gott. Nur wenn ich danach lebe und handle, in diesem Bewusstsein, werde ich ein Glück erfahren, das ich selber nicht herbeizaubern kann. Das entlastet auch ein bisschen. Du darfst ein paar Kilo zu mehr haben oder ein paar Kilo zu wenig. Dein Gesicht muss nicht schön sein. Du brauchst keine Haare auf dem Kopf. Das ist so eine Männersache. Ne? Manche sind betrübt, wenn sie Haare verlieren. Gott ist das egal. Er wird dich reinwaschen. Er wird dich glücklich machen. Nur vertraue ihm, so wie diese, von denen Johannes schreibt, die er schon gesehen hat. So viele wurden von ihm reingewaschen. Wir werden es auch werden. Es bedarf nur dieser einzigen Entscheidung. Ich will den Weg mit dir gehen. Mache du mich rein. Mache du mich bereit. Zeige du mir den Weg. Ich wünsche, dass heute jedem von uns, man sagt bei uns im Kloster immer, dass so alle Heiligen alle den Namenstag feiern, und das stimmt auch. Ich wünsche euch zu eurem Namenstag, ich wünsche dir zu deinem Namenstag, dass du nach diesem Wort, das wir gehört haben, lebst. Mit der ganzen Inbrunst, mit deinem ganzen Herzen, mit allem, was du hast, dass du ihm vertraust, was auch in deinem Leben geschehen mag. Wenn ich mich für Gott entscheide und versuche, ihm nachzufolgen, wird er mich reinwaschen, wird er mich so bereiten, damit ich ungetrübt dieses Glück genießen kann, das er jedem von uns versprochen hat.